Seid ihr herzlich willkommen. Bei dieser Legung schauen wir an, welche Veränderungen kommen bei dir. Hier sehen wir dein Gegenwart, in die Mitte das, was in 2 Wochen passiert und hier oben, was passiert in 4 Wochen, was ist zum Erwarten etwa innerhalb ein Monat. Hier auf diesem Bild sehen wir diese Dame, das ist wie eine Marionette und muss anpassen. Und genau das ist deine Situation momentan. Entweder jemand spielt mit dir und du bist diese Marionette, oder du musst immer so bewegen, was andere von dir erwarten. Und immer beobachten, was ist es genau und sollst du da anpassen, weil andere haben Erwartungen dir gegenüber. Und hier sehen wir auch die 2 Gesichter. Natürlich bedeutet das auch, du sollst beide Seiten die Münzen anschauen und beobachten, was wollen andere von dir und vor allem, was willst du tun. Aber sei vorsichtig, weil hier in dein Umfeld erscheint dieser Teufel. Das kann falschen Personen sein. Versuchen, dich auszunützen, spielen mit dir. Aber dieser Teufel kann auch deine negativen Gedanken sein. Oh, das klappt sowieso nicht. Oder negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Aber hier verbessert sich etwas und das sehen wir schon hier. Die Sonne zeigt dein Selbstdarstellung und du wirst genau das vermitteln, was du erreichen möchtest und zeigt auch deine Offenheit. Sonne bedeutet auch, du wirst das klar und deutlich sehen, was da läuft und das auch erkennen. Und hier Venus und dieses Waage-Symbol, natürlich die Gerechtigkeit und du kämpfst um deine Rechte. Außerdem symbolisiert die Partnerschaft und hier kommt ein Neuanfang. Hier Glück in die Liebe, Partnerschaft. Was passiert etwa in 2 Wochen? Du nimmst deinen Platz ein in dein Leben. Das kann deine Berufung sein und bekommst du auch Ansehen und Anerkennung oder in die Liebepartnerschaft hast du diese Selbstsicherheit. Und er kämpft um dich und sorgt für dich. Und hier diese Blumen, diese Getreide zeigt, bei diesem Neuanfang in die Liebepartnerschaft kommt mehr Stabilität und hier blüht auch etwas auf. Aber er soll auch vorsichtig sein, weil egal was er hier macht, was er vorhat und er bestimmt die Spielregeln, aber andere sind um ihn herum und beobachten ihn. Das können Männer sein im Arbeitsplatz zum Beispiel oder die Karten haben symbolische Bedeutung, kann auch eine oder mehreren Frauen auch sein. Das muss nicht unbedingt eine Ex-Partnerin sein, das kann auch seine Mutter sein oder eine Kollegin. Auf jeden Fall, jemand schaut ganz genau, was er vorhat. Kann natürlich sein, dass er erstmal vorsichtig ist und hier dieser Kampf bedeutet, er muss sich jetzt behaupten in allen Lebensbereichen, auch beruflich, auch in die Familie. Und was passiert dann in 4 Wochen? Das ist die Voraussage. Hier kommt ein Neuanfang. Aber du bist noch unsicher, wie geht das jetzt weiter? Ist das der richtige Schritt oder richtige Entscheidung? Sei eher zurückhaltend.
Er soll in Bewegung kommen und das wird er auch tun. Er schaut nach dir und hier diese Insel symbolisiert seine Träume, seine Vision. Er scheint auch hier die Fischen-Symbol mit Neptun und das symbolisiert auch die Träume. Und ist wichtig, diese Waage und Venus zeigt auch die Liebe und Partnerschaft. Und das ist deine weibliche Ausstrahlung, was er anschaut und bewundert. Und er möchte dich in Besitz nehmen oder er will näher kommen. Und das entspricht seinen Träumen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.